Hier ist Fred vom Fettspielen und ich begrüße euch recht herzlich zur 94. Partie Walk of Die The Frozen Throne. Ich habe eben gerade vergessen, das Aufnahmeprogramm zu starten, sodass ich jetzt etwas in Zeitdruck bin, aber es hat auch alles noch geklappt. Alles läuft hoffentlich nach Plan, das Mikrofon ist eingestöpselt. So früh am Morgen und schon Warcraft 3, da ist doch auch mal die eine oder andere Verzögerung drin. Aber jetzt läuft alles gut, ich spiele mit Dane33 zusammen und Strike. Der baut Melee, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nummer. Ich kann es echt nicht ausstehen, wenn die Orks dann auf die Idee kommen, den Torrent Chieftain zu bauen und ich werde mal Rifle Mortar bauen. Den Torrent Chieftain zu bauen und Headhunter, weil Orks sind einfach, das sind Hau drauf Typen, ja. Das sind grobschlächtige Nahkampfeinheiten, die erwarte ich und die will ich haben. Die will ich sehen, wenn ich einen Ork im Team habe, damit auch gerade... Hier, warum baut er jetzt Anti-Air? No, no. Ja, jetzt hat er sich kurz verunsichert gefühlt, aber nein, der soll auf jeden Fall weiter bauen. Wir brauchen Nahkämpfer. Ich habe ja auch schon in den letzten Mal ein paar Mal irgendwie auch verloren, würde ich schon fast sagen, weil es irgendwie an den Nahkampfeinheiten gehapert hat. Und es ist sehr, sehr gut zu wissen, dass das wahrscheinlich dieses Mal nicht der Fall sein wird. Trotzdem mal ganz gespannt, was uns erwartet. Ich werde einfach gleich mal Harrison vielleicht mit meinem Archmage aber mal schauen, was die Gegner so treiben. Und dann wissen wir mehr. So. Map ist sowieso sehr unfreundlich fürs Creepen. Hier gibt es nämlich hier zwar einen Creepspot hier mit ein paar Keilern, das ist ganz okay, aber der nächste, nächstgrößere hat schon diese, wie heißt denn eigentlich, Donner-Echsen oder sowas, die sehr, sehr schlecht zu creepen sind, gerade mit Futs. Gut, ich baue jetzt Rifles, aber egal, das dauert ja sowieso noch ein bisschen länger. Sehr, sehr schlecht auf jeden Fall mit denen zu creepen. Eine schöne Map, auch einfach mal einen Harris zu versuchen. Ich werde mal schauen, was es da so gibt. Und dann sehen wir weiter. Was macht der Rest? Hier haben wir den Mountain King. Da ist noch gar kein Held am Start. Schade, wäre natürlich jetzt auch gut gekommen, wenn der Ork geharrist hätte. Hätte Fahrradkette. Das scheint hier nicht drin zu sein. Aha, Altar der alten Urtumbeschützer. Ist ja auch interessant. Da wollen wir doch gleich mal ihn daran hindern, hier eine Verteidigung hochzuziehen. Mit einem Wisp versucht er jetzt, mein Water Elemental zu töten. Das hat nicht geklappt. Hihi. So, dass er jetzt den nächsten Wisp zur Explosion bringt. Auch dort hat es nicht gesessen. Jetzt kann ich versuchen, den Altar kaputt zu machen. Es gibt hier noch keinen Altar. Fast Tag, let's rush. Das ist auf jeden Fall eine riesig große Möglichkeit, hier den Sack zuzumachen. Jetzt müssen wir halt nur schnell sein. Aber was hier gerade passiert, ist sehr, sehr interessant. Kein Altar, kein Held, keine Einheiten, absolut nichts. Aber jetzt kommt leider keiner meiner Verbündeten, sondern tatsächlich hier der gegnerische Held mit zwei Grunts. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier nicht meine Einheiten verliere. Aber da sind wir auf jeden Fall ganz gut dabei. Jetzt müssen wir auch nur am Ball bleiben. Dann hier weiter Druck machen. Ein bisschen Micromanagement noch in den Tag bringen, was jetzt auch nicht so einfach ist. Ich bin natürlich jetzt hier unterlegen gegenüber dem Ork. Der hat ja zwei Grunzer. Damit macht er mich natürlich gleich platt. Tja, und hier komme ich nicht weiter, aber im Moment kriege ich Unterstützung. So, jetzt mal los hier. Ein Fast-Tag ist immer eine schlechte Sache. Und jetzt hat er immerhin einen Helden. So, jetzt versucht er hier mein Mannequin, mein Rifler kaputt zu machen. Jagt ihn hier über die ganze Map, soll er machen. Dann können wir uns weiter um seine Base kümmern. Erstmal dafür sorgen, dass es mit dem Urturmbeschützer
jedenfalls nicht klappt. Gut, der ist jetzt da, aber den kriegen wir hoffentlich gleich mal kaputt geballert. Sehr, sehr interessant, was hier passiert. Habe ich eigentlich so einen aggressiven Fast-Tag auch schon lange nicht mehr gehabt. Aber wir sind auf jeden Fall bereit, diesen gleich zu bestrafen. So, jetzt erstmal Held sterben lassen. Also, das ist wirklich heftig. So einen schlecht getimten, schlecht vorbereiteten Fast-Tag auch selten gesehen. Hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, jetzt noch den Altar zerstören, dann ist es das eigentlich auch gewesen, dann ist der Nachtelf eigentlich so gut wie aus dem Spiel rauf und da hat er auch schon das Spiel verlassen. Leider ist unser Held, unser Mensch hier, unser Dane, wie er heißt, nicht ganz auf der Höhe. Aber das braucht er auch gar nicht, denn das regeln wir hier zu zweit. Sehr, sehr schön, alles richtig gemacht, geiler, schneller Sieg. Coole Sache und ich freue mich schon auf das nächste Spiel und ihr hoffentlich auch. Bei 45 Likes geht's weiter. Euer Fred von Fett Spielen.